So, da sind wir dann noch einmal. Hier zeige ich dann noch mal, was ich schon an Teilen dazu gekauft habe, wie die Innereien aussieht. Hier typisch Traxxas. Was ich gut finde, ist hier mit diesem Gummi. Fupp. Und schon kann man den Akku rausnehmen. Also nicht schlecht. Ist ein 2S 750 mA 20C. Ist natürlich jetzt nicht der Burner. Ne? Ich frage mich gerade nur, wie die das machen mit dem Balance, mit dem Balancen, ne? Also mit dem Balancen. Weil ich kenne es nicht anders. Habe ich jetzt einen Lipo-Akku hier? Ah ja, den kaputten habe ich ja noch hier. Hier, ihr könnt es mal sehen. Ihr habt natürlich Plus, Minus und das Balancer-Kabel. Fehlt hier komplett. Ich habe keine Ahnung, wie Traxxas das macht hier mit dem. Ihr kriegt ja hier diesen USB 2S Lipo-Lader dazu. Hier ist dann auch wieder der Stecker. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass der obere vielleicht dazu dient, die Zellen zu balancieren. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie Traxxas das handhabt. Aber wie gesagt, muss ich mich noch mal reinfuchsen. Finde ich nicht ganz so brillant. Man hat ja auch schon gehört, dass Exil da mit den 24er SCX24 da auch Probleme hat mit dem Lader. Das soll alles auch nicht so pralle sein. Aber egal, fangen wir an. Hier habt ihr ja diesen normalen, jetzt muss ich selber eben gucken, 180er Motor. Das ist ein 87 Turns. Ihr konntet ja gerade sehen, lass mich so sagen, für normalen Gebrauch, ja, reicht es. Wenn man ein bisschen mehr möchte, also ich würde schon mal doch raten, wenn man so ein Fahrzeug kauft und man möchte ein bisschen mehr, kauft einen anderen Motor oder gleich, was ich gemacht habe, von Enyora hier, den Purple. Das ist ein 48T Motor, könnt ihr sehen. Hat das Alu-Getriebe dran mit der großen Crawler-Übersetzung. Das heißt, oh, fragt mich jetzt nicht, was der für eine Übersetzung hat und was dieser. Also es ist noch gigantisch nochmal übersetzt. Und hier steht auch drauf, Reverse Rotation. Was heißt, wahrscheinlich muss ich dann hier am Regler dann die Polung umswitchen, dass der dann, wenn man Gas gibt, auch vorwärts fährt. Denke ich mal, dass es das heißt. So wie ich das sehen kann, hat er den normalen Stecker dran. Alles, soweit ich gehört habe, soll das soweit passen. Da hat man keine großen Schwierigkeiten. Sind Stahlzahnräder drin. Alles kugelgelagert. Also das ist richtig, richtig was Feines. Und damit soll der dann auch richtig abgehen. Ne? Wenn man die Videos sieht, dann soll der richtig dann aus dem Quark kommen und auch soll auch mit dem Regler wesentlich besser zu steuern sein. Werde ich sehen, kann ich noch kein Urteil abgeben, muss man alles sehen. So, dann haben wir hier, kann man das sehen? Ja, denke ich mal. Das ist ein Servohalter. Jetzt weiß ich nicht, ist das Kunststoff oder ist das Metall? Ich kann es euch nicht sagen. Angeblich soll das Metall sein, weil das Lenkservo, habe ich des Öfteren jetzt auch schon gelesen, wenn man wirklich damit fährt und man benutzt das Gerät richtig, ist nicht so der Burner. Ne? Es funktioniert, ja, aber wenn man das richtig rannimmt, ja, ist nicht so, dann, ja, dann Lenkstabilität lässt dann zu wünschen übrig. Und dann habe ich mir dieses Gerät zugelegt. Das ist auch ein Enyora 11 Kilo Servo. Das soll richtig gut sein. Man kann auch andere benutzen. Man muss jetzt nicht Enyora nehmen, aber ich habe mit der Firma
eigentlich nur, was heißt eigentlich, ich habe mit der Firma nur gute Erfahrungen gemacht. Nur gute Erfahrungen im 1 zu 10er Bereich. Ist komplett Metallgehäuse, könnt ihr sehen, von der Größe her genau dasselbe. Ne? Und der kommt dann in diese Halterung, muss ich nochmal gucken, das sitzt, geht nach unten, die gehen nach unten, dann wird das, glaube ich, so reingeschraubt. Ja? Das kommt dann so rein. Das Servohorn ist mit dabei, alles richtig fein und schnicke, ne? So wie sich das gehört. Ne? Ihr habt zum Beispiel auch noch diese mit dabei, aber die werdet ihr wahrscheinlich nicht gebrauchen. Und wie gesagt, alles schön verpackt. Also ich habe mit der Firma wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Alles die Teile, die ich da beim TRX4, bei dem normalen, verbaut habe, das war richtig alles gutes Zeug. Ne? Das war das Lenkservo. Dann haben wir hier, weil die Spurstange, kann man mal zeigen, die Spurstange hier, es ist alles Kunststoff, bin ich nicht so ein Freund von. Ja, dann habe ich auch gleich hier richtig schön vernünftig, ist es jetzt Messing oder ist Alu, weiß ich jetzt gar nicht, kann ich euch nicht sagen, weil das sieht nach Messing aus, kann aber auch täuschen. Ja. Dann haben wir hier Messing C-Hubs, ja. Auch was richtig Feines. Aber da weiß ich ganz genau, dass die Messing sind. Und wir haben die Lenk-Knuckles. Die sind auch aus Messing. Und da müssen dann Kugellager rein. Das heißt, ich brauche hier zum Beispiel in die Narben, brauche ich jetzt nichts wechseln. Das lasse ich alles original. Das mache ich hier, dann baue ich dann hier rein. Das merkt man schon, wenn man es in der Hand hat. Das Gewicht. Und ich bin schon überlegen, ob ich nicht noch Alu-Achsen kaufe. Weil die sind gerade bei einer gewissen Firma im Angebot. Weil da hat man bestimmt dann auch noch Gewicht. Gibt es dann komplett fertig aufgebaut mit Kugellager und Zahnrädern drin. Und habt ihr nicht gesehen. Ne? Also volles Programm. So, und jetzt kommen wir zur richtigen feinen Geschichte. Ich habe mir vorhin die Augen ausgeguckt. Die Felgen. Weil ich will auf alle Fälle noch andere Reifen benutzen. Ich weiß nicht, ob diese jetzt... Ne, die sind so drauf. Die kann ich sogar theoretisch hier... Aber die lasse ich drauf. Ich lasse das original, weil ich muss mal gucken, welche Reifen ich wo drauf setze. Aber guckt euch die Felgen an. Haareknitter. Da wird man richtig still. Ne? Das ist... Wie kriegt man es hin? Ne? Also ich muss wirklich sagen, das ist... Und das wird bestimmt schick aussehen. Können wir eine aufmachen hier. Und es sind wirklich Metall-Beadlock-Felgen. Ne? Also es ist kein Plastikzeug. Ne? Und dann könnt ihr sehen, die kleinen niedlichen Imbusschrauben. Ich muss mal gucken, welche Schlüsselweite das ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe hier Viha. Die Dinger kann ich euch auch nur ans Herz legen. Der ist zu klein. Ist bestimmt eine Nummer größer. Ja, was ist das jetzt für einer hier? 1,3er. Ja. 1,3er ist das. Ne? Die Dinger kann ich euch nur ans Herz legen, weil die haben eine vernünftige Klinge. Die vernudeln auch nicht, wenn man die mal ein paar Mal benutzt hat. Ne? Wenn ihr diese billigen Geschichten da, wisst ihr selber, dann verschleißen die und dann dreht ihr das nachher in dem Kopf über und dann habt ihr richtig Theater. Aber hey, die sehen richtig das Bett. Ach, ja. Ich bin mal wirklich gespannt. Und kriegt ihr auch hier alles dabei. Ne? Hardware, alles dabei. Und die Felgen, darf ich gar nicht erzählen, die kosten wirklich einen Droll. Also das ist wirklich
Das ist ein Pups und ein Schiss ist das, was die Felgen kosten. Also die vier, auch dieses Set, die sind bei ungefähr, glaube ich, beide, ich weiß gar nicht, glaube ich, 1 Euro Unterschied oder was, ich weiß nicht. Die sehen auch heftig aus. Jasses, die sind noch tiefer vom Bett. Was sehen die schick aus. Ne? Dann können wir mal gucken. Ich setze mal die Karosse drauf. Mal so daneben halten, wie das aussehen könnte. Moment, wenn man nur zwei Finger hat. Ich glaube, das sieht richtig edel aus. Das sieht richtig, ich meine, das ist schon nicht schlecht. Will ich, oh Gott, ich will hier nichts Negatives sagen. Also die Felgen gefallen mir auch richtig gut, aber das ist hier nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ich glaube, oha, oha, ich habe so das Gefühl, das wird wieder so ein Hammerteil. Ne? Ich bin ja so ein Typ. Ich habe früher schon immer viel mit Autos gemacht, mit echten Autos dann. Ja, und wer mich kennt, ich kann nichts original lassen. Ich muss immer überall dran rumschrauben und irgendwas verbessern oder schicker machen oder anders machen. Das bin eben ich. Ne? Das bin immer eben ich. Aber ansonsten. Ich meine, das ist alles ziemlich simpel aufgebaut. Ist das jetzt Kunststoff? Nee, das ist Metall. Das ist alles relativ easy aufgebaut, alles simpel aufgebaut. Hier, ja, da muss ich mir noch mal einen Kopf machen. Da muss ich mir noch mal einen Kopf machen, weil wie gesagt, da hatte ich viel drüber gelesen, dass es da keine passenden Mikroregler gibt in der kleinen Größe, die dann auch wirklich das können, was das ganze Gerät kann. Ne? Klar könnte man hier jetzt einen 1080er von Hobbywing einbauen. Platz ist da genug. Ne? Dann könnte man zum Beispiel den Mikroempfänger, den platziert man hier irgendwo oder den Regler setzt man weiter hier rüber und dann den Empfänger hier hinten drauf oder hier vorne vielleicht sogar noch. Ne, weil hier ist ja auch Platz genug. Ne? Auch das hier, das ist mir alles ein bisschen. Das ist mir alles zu labberig. Ne? Das ist mir irgendwie zu labberig. Ne, das kann man alles, tut mir leid, kann man verbessern. Ne, und das kommt dem Wagen nachher nur zugute mit den Fahrleistungen später. Ja? Ansonsten, schickes Teil, ich bin zufrieden. Für das Geld, Hut ab, Hut ab. Und wie gesagt, nochmals, Leute, ihr könnt sehen, kann ich ja mal zeigen, da ist noch ein Stecker, der blaue Stecker ist jetzt für die Beleuchtung vorne. Hier ist noch einer übrig, weil hier hinten die Fassungen sind drin, da wird es hundertprozentig, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wird es später irgendein Lichtset für geben, dass man dann auch Rücklicht, also rotes Rücklicht hat, ne? Weil das sieht dann richtig edel aus. Und das, ja. Aber wie gesagt, vielleicht bleibt das auch alles drin. Vielleicht wird der Regler ja auch mit dem Motor dann die Performance abliefern, die ich gerne möchte. Weil ihr konntet ja gerade sehen, an der Schräge, wenn man dann Gas gibt, da ist der Kollege überfordert. Da ist er wirklich überfordert. Aber was will man auch erwarten? Lasst uns mal ehrlich sein. Da werden die wenigsten natürlich solche Sachen mitmachen, was ich da gerade mitgemacht habe. Sicherlich wird es noch genug Leute geben, die da wirklich auch hier Herz auf Nieren das Ding prüfen hier. Wie heißt er noch, der da, oh, wie heißt er jetzt noch? Seinen Videos, ich komme nicht auf seinen Namen. Der hat ja auch schon da Umbauten gemacht, Reifen da von der RC-Kiste draufgeworfen und, ne? Der sagt das ja auch, ne, mit Ansprechverhalten, da muss einiges passieren, so aus dem Original. Man kann fahren, ja, funktioniert, aber wenn man ein bisschen mehr möchte, wenn man schon andere Fahrzeuge gewohnt ist und man etwas, ich sage es jetzt mal vorsichtig, höhere Ansprüche hat, muss man diesen ganzen Krempel umbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Macht man beim 1 zu 10er ja auch.
Lass uns ehrlich sein. Das erste, was ich bei dem TRX-4 gemacht habe, ist den ganzen Plunder und den 55-Tonnen-Motor rausgeworfen. Das ist das erste, was ich gemacht habe. Ja? Das war allererste. Ja? Ja. Und konnte man ja wahrscheinlich auch sehen in den Fahrvideos. Leute, glaubt mir, ich will hier jetzt nicht prahlen, aber dieses Fahrverhalten, das ändert sich so drastisch, dann denkt ihr, ihr habt ein ganz anderes Auto in der Hand. Oder ihr steuert ein ganz anderes Auto. Ist einfach so. So. Ja, noch irgendwas zu sagen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich muss mal gucken, auch mit Akkus vielleicht, dass man eventuell noch andere Akkus nimmt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, das werde ich heute Abend durchlesen, ob das System hier auch 3S-fähig ist. Ne, dass man vielleicht sagt, man geht sogar vielleicht auf 3S, weil dann wird die Geschichte, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, dann hat man Höllenmonster. Also ihr konntet ja gerade schon sehen, der ist so, wenn ihr den fahrt mit dieser Motor, ist der relativ flink. Also ich muss sagen, ich hatte nicht erwartet, dass der so schnell ist. Hatte ich nicht erwartet. Also auch von der Lautstärke her, richtig, muss ich sagen, leise. Leise. Ne? Da habe ich schon ganz andere Wagen hier gehabt, die einen Höllenlärm machten. Ja, so. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Lasst euch das auf der Zunge zergehen mit den ganzen Teilen. Wie gesagt, diese Enjora-Sachen kriegt ihr überall eigentlich. Glaube ich, brauche ich nicht zu nennen, wo man das kriegt, da online. Also ich muss sagen, die Sachen, die ich da bestellt habe, alles innerhalb von ein, zwei Wochen ist das da. Und die Qualität, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern, sonst würde ich euch das ehrlich sagen, kauft den Kram nicht. So ehrlich bin ich. Ne? Deswegen mache ich die Videos auch. Ne? Das war das, was ich heute Mittag auch meinte. Ich mache die Videos eigentlich nur, um Wissen zu vermitteln oder Sachen zu vermitteln. Ne? Wie die Sachen aussehen, wie die funktionieren, wie das gebaut ist und was man eventuell verbessern kann. Mehr soll es eigentlich nicht sein. Ne? Weil einige Leute da gerne immer eine Hilfestellung haben möchten. Ich glaube, so sage ich es richtig. In dem Sinne, schönes Restwochenende. Habt Spaß, fahrt mit dem Ding draußen, wenn ihr Fahrzeuge habt. Mir macht das so einen Riesenspaß. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist unglaublich. Nee, ich hatte nicht gedacht, dass mir das so einen Spaß macht, weil ich suchte eigentlich so ein bisschen noch so eine andere Sparte von Hobbys und wie gesagt, mit dem TRX4, da war ich schon richtig begeistert als Trailfahrzeug. Ne, mit dem kann man da wirklich 2 Stunden im Gelände rumeiern. Der sagt der Akku nichts. Ja, ich glaube eher, dass man selber eher erschöpft ist, wie das Fahrzeug. Ja. Gut. In dem Sinne, schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, guckt wieder rein.